Chirurgie der Klinik am Südring behandeln die Ärzte seit 6 Wochen ein schwer verletztes Mädchen, das nach einem Autounfall mehrfach operiert werden musste. Heute hat Dr. Helmut Albers weitere Untersuchungen veranlasst, da die Schülerin über unklare Schmerzen klagt. Auch Mutter Gabi ist in Sorge. Müssen wir einmal stören, leider. Wir hatten ja gesagt, wir machen noch einen Ultraschall. Hallo, Frau Wolfers, hallo. Da, Hanna. Hallo. Ja, es geht um die Bauchschmerzen. Ja. Sind immer noch da, die Unterbauchschmerzen? Immer noch da. Also ich kann Gutes von dem Röntgen berichten. Das hatten wir ja heute früh gemacht, vom Becken. Ja. Und man sieht hier auf diesem Röntgenbild sehr schön diese Osteosynthese, wie wir das nennen. Also die Verschraubung mit einer Platte hier in beiden Schambeinästen und hier oben die rechte Beckenschaufel ist hier verschraubt. Das ist alles in Ordnung. Das sitzt und hat keine, wächst auch gut zusammen. Ja, es hat guten Kontakt, da ist kein Spiel von den einzelnen Bruchstücken. Also daran können die Bauchschmerzen nicht liegen. Deswegen machen wir jetzt den Ultraschall. Die Patientin war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Auto beim Linksabbiegen angefahren. Das Auto traf sie mit der Motorhaube in Beckenhöhe. Deswegen hatte sie schwere Beckenverletzungen. Sie erlitt aber auch zusätzlich noch weitere Knochenbrüche und auch innere Verletzungen. Nicht selten enden solche Unfälle mit dem Fahrrad tödlich. So, dann wollen wir mal schauen. Ich mache mal ein bisschen Tuch rein. Nicht alles einsaugen. Ein bisschen viel. Dann kann ich dann endlich nach Hause. Ja, nach Hause geht's, wenn alles abgeheilt ist. So, schauen wir mal hier oben. Bei der 17-jährigen Hanna könnten sich durch die zahlreichen Operationen kleinere Blutungen oder Entzündungen im Bauchraum gebildet haben. Doch der Ultraschall zeigt keine Auffälligkeiten. Dr. Helmut Albers sucht daher nach einer anderen Erklärung für die Beschwerden. Hier unten auch, okay. Das ist also gut. Daran liegt es nicht, die Unterbauchschmerzen. An irgendwelchen Komplikationen jetzt durch Hämatome oder Blutergüsse oder freie Flüssigkeit. Ja, weil sie ist ja schon immer am Jammern und sagt, Mama, aber ich hab so Bauchweh. Ja. Okay. Guten Tag. Ich habe was anderes zu trinken mit dir, aber es ist wie immer nur Wasser. Aber ich habe gerade keinen Durst. Aber trinken ist wichtig, das weißt du, ne? Essen und trinken, du musst zu Kräften kommen, ne? Ich bin gerade nicht so lustig, danke. Ja, das ist auch eine Idee. Wo ist denn eigentlich der Urinkatheter? Wir wollen ja mal schauen, was aus der Harnblase kommt. Aha, gut. Ach so, aha, wo ist er denn? Oh, der liegt ja im Bett. Auch nicht schon wieder, den ne? Müsste doch nach unten hängen lassen. Aber hatten wir nicht gesagt, ne? Du lässt den hängen. Ich mag den nicht. Ich finde das richtig. Kann ich nachvollziehen, aber ne, du hattest es versprochen. Das ist wichtig. Okay. Hanna hatte immer wieder Probleme mit ihrem Urinkatheter, ja, weil sie den Katheter halt unter der Bettdecke versteckte. Der konnte nicht richtig ablaufen. Das war natürlich irgendwie komisch. Wir kontrollierten ihn auch immer und sie ging auch immer zu Kontrollen. Und, aber woran es wirklich lag, das konnten der Doktor und ich dann nicht wissen. Es geht ja darum, die Harnröhre ist ja verletzt. Der Urin kann nicht auf normalem Wege abfließen, aber der muss ja abfließen. Und deswegen mussten wir diesen Katheter durch die Bauchdecke in die Harnblase reinführen. Und auf die Weise kann der Urin abfließen. Ja, kann ich nicht irgendwie da operiert werden oder irgendwie gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Die Operation ist möglich, ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt halten wir das noch für zu früh. Ich will das aber. Ich bin alt genug, ich bin jetzt schon 17. Hanna, du bist nicht volljährig und noch bestimmen wir. Und dein Körper musste 5 OPs verkraften. Nee, ich will das aber nicht. Jetzt ist mal Schluss. Du musst erst mal gesund werden und Kräfte sammeln. Hanna, das ist wirklich wichtig, ja? Okay? Du musst vernünftig sein. Aber noch mal ganz kurz kontrollieren. So, dann kannst du noch mal den Beutel sehen. Okay, der ist natürlich auch ziemlich trüb. Und was ist denn hier los? Warum ist der denn hier abgeklemmt? Sehe ich da gerade? Oh, oh. Oh, heute Morgen, als sie in der Urologie war, war das alles in Ordnung. Aha. Da ist alles. Okay. Hanna? Hast du da ein bisschen manipuliert? Ich wollte ihn davon nicht haben. Ich finde das wirklich ekelhaft, wenn da so ein Beutel in meinem Bett liegt. Das ist mir unangenehm. Wenn Hanna diesen Katheter so bewerkstelligt, dass der Urin gar nicht mehr abfließen kann, das führt zu einer Harnstauung in der Blase und zu einem Reflux, möglicherweise bis in die Harnleiter. Und das ist eine große Gefahr für einen Infekt. Wir machen einen Schnelltest und schauen, ob da ein Harnwegsinfekt ist, der auch diese Schmerzen verursachen könnte. Weil das hieße, dass du dann noch ein Antibiotikum brauchst. Dann nehme ich ab jetzt. Ja, bitte.
Und es ist wichtig, dass wir das alles machen. Ja? Diese Harnableitung durch die Harnblase, durch die Bauchwand nach außen, ist wichtig, weil der Harn nicht über die kaputte Harnröhre, um es mal platt zu sagen, abfließen kann. Und das ist ja ein letztes Problem von diesen ganzen anderen Problemen, die wir hatten. Ja? Da hat es einen schweren Unfall mit einem Milzriss, ja? Mit inneren Verletzungen, mit Beckenbruch, den wir mit Osteosynthese nun stabilisiert haben. Und dieser Katheter muss jetzt erstmal wirklich drin bleiben. Ja. Hanna war natürlich nicht wirklich erfreut über den Urinkatheter. Kann man ja auch nachvollziehen. Er war wichtig für sie. Ohne Urinkatheter konnte sie keinen Urin ausscheiden. Jetzt ist Hanna natürlich ein Teenager. Sie ist 17 Jahre alt. Natürlich will man so ein Ding nicht haben. Und das ist ja völlig verständlich. Und das wäre eigentlich auch jedem peinlich. Und gerade in dem Alter, denke ich, ist die Scham einfach noch höher als bei Erwachsenen. Also wir haben einen Schnelltest gemacht. Ja. Da findet man so alles, was man finden kann. Okay. Da wächst es ordentlich. Okay. Also es ist ein schöner... Gut, dann behandeln wir das mit den entsprechenden Antibiotika. Also Antibiotika. Ja. Ja. Ja, genau. Okay. Und versprech mir bitte, ne? Lass den so hängen. Ja, bitte lassen. Okay. Dann danke schön. Ne? Danke. Ja. Noch kann niemand wissen, dass die Schülerin den Urinkatheter nicht nur aus Scham ablehnt und deshalb sogar ihr Leben riskieren wird. Ähnlich unüberlegt verhält sich auch noch ein anderer junger Patient, wie Dr. Helmut Albers auf seiner Visite feststellen muss. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Wir sind ja hier im Sportverein. Was ist das denn? Wir könnten ja... Also, ich verstehe das gar nicht. Was wir hätten getroffen erlauben Sie sich können. Eigentlich hier? Ja, ich meine, der ist schwer verletzt. Der hat eine Operation hinter sich am Arm. Sie können doch nicht hier einfach Darts spielen. Ich nehme den linken Arm. Ihr wisst aber, ich weiß, dass das nicht geht. Wenn Sie uns die treffen und Sie mit den Darts treffen. Also, ich wollte ihn ja einfach nur ein bisschen aufmuntern. Das heißt, nett gemeint, aber okay. Das ist nicht wirklich gut. Wir sind eigentlich nur wegen dem Verband hier. Max wurde vor etwa 10 Tagen bei uns im Krankenhaus notfallmäßig aufgenommen, nachdem er sich bei einer Grillfete und Einsatz von Brandbeschleuniger eine schwere Unterarmbrandwunde zugezogen hatte. Und dass die beiden Jungen Dart spielten im Patientenzimmer, kann man natürlich aufgrund des jugendlichen Alters und Leichtsinns verstehen. Aber es ist natürlich unmöglich, im Krankenhaus so ein gefährliches Spiel zu betreiben. Was im weiteren Verlauf noch so den Max beflügelte im Krankenhaus, das haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfahren. Ja, das sieht natürlich sehr gut aus, aber das ist ja eine Riesenwunde, ja. Was macht das Bein? Das Bein ist auch okay. Okay. Also Sie wissen ja, wir haben hier von dem Bein eine oberflächliche Schicht Haut entnommen mit einer Art Hobel, eine sogenannte Spalthautplastik oder Meshcraft, und haben das dann hier aufgelegt. Und von daher sollten Sie jetzt diesen Unsinn da mit diesem Dartspielen doch besser lassen. Ja? Ich gehe mal Verbandszeug dafür. Ja, bitte. Ne? Ja. Und sowas nicht nochmal. Ja, sowas nicht nochmal. Also dann brauchen wir, dass er wieder fit ist. Ja, ist eigentlich jetzt, sagen wir, wir sind sehr zufrieden, dass außenrum diese Rötung wird im Nu abheilen. Das ist gut angeheilt. Die Oberschenkelwunde ist praktisch auch schon abgeheilt. Aus unserer Sicht können Sie morgen nach Hause. So früh schon? Ja, natürlich, Sie sind über 10 Tage hier. Da ist das alles abgeheilt, da können Sie nach Hause. Beim letzten Verbandswechsel vor der Entlassung, die wir eigentlich für den nächsten Tag vorsahen, stellte sich heraus, dass bei völlig reizlos verhaltenen Wunden Max plötzlich nicht entlassen werden wollte. Das überraschte uns natürlich. Und wir haben aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, warum er so an das Krankenhaus gebunden ist. Dann machen wir den Verband noch mal. Ich mache den Verband jetzt zu. Ja. Max' merkwürdiges Verhalten soll sich einige Stunden später auf höchst ungewöhnliche Weise erklären. Die Eltern von Mitpatientin Hanna sind noch einmal in die Klinik gekommen. Als sie das Zimmer ihrer Tochter betreten, trauen die Eheleute ihren Augen kaum. Hanna! Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Hallo! Hallo Max, was ist denn los? Wir haben es nur poltern gehört. Was ist denn hier los? Was soll denn das? Könnt ihr nicht einfach einmal auf einen Grund, du willst operiert werden? Ich hol meinen Stuhl. Ja, okay. Geht's so weit? Geht's so weit? Okay, einmal da hinsetzen. Okay. Also, können wir einen kleinen Moment bitte Ruhe machen? Der junge Mann ist gestürzt, er hat eine schwere Operation hinter sich. Da wollen wir mal schauen. Einmal bitte den Verband aufmachen. Gucken wir mal, tut's sehr weh? Ja, geht schon irgendwie, aber... Irgendwie? Tut's weh? Ja oder nicht? Ja, bewegen hier? Ja, es geht. Okay. Auch das geht.
Das geht auch. Also im Krankenhaus habe ich sowas bis jetzt eher selten erlebt. Ich musste auch ehrlich gesagt ein wenig schmunzeln, dass die Eltern von der Hanna natürlich erstmal schockiert sind. Das Mädchen war 16 oder 17 und dann auf einmal da mit einem jungen Mann im Bett liegt. Dann wäre ich auch erstmal sehr schockiert. Aber wir Schwestern fanden es natürlich etwas zum Schmunzeln. Also das sieht ja alles gut aus. Es scheint auch intakt zu sein. Das Spalthaut nicht disloziert zu sein. Alles dran. Gut. Prima. Okay, dann machen wir den Verband noch mal drum. Ja, dann gehe ich Verbandsmaterial gut holen. Ne? Dann mache ich das fertig. Okay. Bleibst noch sitzen, gut, okay? Hier. So. Aber ich passe jetzt auf, dass du ja, nicht wieder wegläufst. Ja, was war jetzt hier? So, jetzt gucke ich mal nach dir. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Hanna, was ziehst du denn hier ab für ein Ding? Ja, das ist Max, den habe ich hier kennengelernt. Ja. Das ist aber kein Grund, den direkt in das Bett einzuladen. Ja, ich verstehe das nicht. Uns jammerst du vor, du willst unbedingt deine OP. Wir machen uns den ganzen Tag Gedanken, diskutieren. Ich will doch die OP. Ihr kommt einfach hier rein. Ja, das ist doch unser gutes Recht. Nein. Du bist unser Kind. Wir machen uns den ganzen Tag Kopf, wie wir dir helfen können, wie wir dir entgegenkommen können. Und dann kommen wir hier hin und du bist quietschvergnügt. Ich glaube, bei mir hackt's. Du könntest trotzdem anklopfen. Wir haben angeklopft. Mit dem Block, also ich verstehe das einfach nicht. Also darf ich vielleicht noch einmal jetzt gucken, wie geht's Ihnen denn jetzt so? Gut. Oh, ja, okay. Darf ich mal schauen, was ist jetzt eigentlich mit dem Blasenkatheter und dem Urinbeutel? Oh, was ist denn da los? Hallo? Ist abgeklebt. Wo ist denn der Beutel? Okay, wo ist der Katheter, Hanna? Den habe ich versteckt. Wo? Katheter? Was ist das? Die Hanna hat zurzeit einen Blasenkatheter zur Ableitung vom Urin aus der Harnblase. Den braucht sie für eine gewisse Zeit und irgendwann kommt er auch wieder weg. Aber den habe ich noch nie bei dir gesehen. Weil ich nicht wollte, dass du meinen Pipi siehst. Das ist ekelhaft. Ich schäme mich einfach dafür, wenn das hier so ist. Dafür muss man sich nicht schämen. Doch. Wir sind doch hier in einem Krankenhaus. Trotzdem. Ich meine, ich habe da ja auch was Ekliges. Das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Und deswegen will ich auch operiert werden. Max hat dann wirklich toll reagiert, hat ja direkt auch erklärt, er hat ja auch eine Wunde am Arm, ist auch nicht umsonst hier und dass ihn das überhaupt nicht stören würde und dass sie halt krank ist und darauf angewiesen ist und dass er durchaus Verständnis dafür hat, fand ich schon richtig toll. Ich will nicht noch länger warten. Du wirst aber länger warten müssen, weil du noch nicht 18 bist und noch haben wir zu bestimmen. Und auf dem Stand... Geht jetzt einfach raus, bitte, alle. Ich habe jetzt echt gar keinen Bock mehr. Du kannst doch nicht einfach raus. Ich habe jetzt wirklich, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Ich habe jetzt gar keine Lust mehr zu diskutieren. Geht jetzt einfach alle raus, bitte. Und das ist dein Ernst? Ja. Ich habe da jetzt einen Vorschlag. Okay, vielleicht sollten wir wirklich mal ein Momentchen, dass wir sie in Ruhe lassen. Ja. Und dann kannst du aber lange auf deine OP warten. Alles klar, warte ich. Mutter und Vater haben zwar Verständnis, dass die 17-Jährige so schnell wie möglich operiert werden will, aber die Eltern fürchten auch die Risiken eines weiteren Eingriffs. Am nächsten Tag spricht der Arzt mit ihnen noch einmal über die Operation, die zur Entfernung des Blasenkatheters notwendig ist. Doch währenddessen sorgt Tochter Hanna abermals für große Aufregung. Also, man hat immer Angst vor Komplikationen. Ich bin ja überhaupt froh, dass mein Kind nach dem Unfall noch am Leben ist. Es hätte ja weiß Gott was Schlimmeres. Richtig. Leute, was ist los? Irgendwas ist los. Sie hat sich eingesperrt. Ja, okay. Komm. Sie macht die Tür nicht auf. Hanna, was ist los? Hanna, was ist los? Mach doch bitte mal die Tür auf. Hallo. Mach doch jetzt keinen Unsinn. Hallo. Hanna. Hallo. Oh. Was ist denn da los, Hanna? Was hast du denn gemacht? Komm her, geh mal schneller. Was hast du gemacht? Bett? Hast du den Katheter gezogen? Komm, wir gehen jetzt mal schnell ans Bett. Hanna, rutsch mal, was ist denn mit dir? Ach, sie hat sich den Katheter gezogen. Hanna, bist du bescheuert? Ich wollte das nicht mehr. Das ist ja am Bluten. Ist das jetzt schlimm, dass sie das gemacht hat? Na, wo ist denn der Katheter? Ich will einmal kurz gucken nach der Wunde, ob das jetzt blutet oder... Ja, nein, das sieht raus. Sieht, ist noch okay. Ja, ach, du kannst ihn noch nicht rausziehen. Guck mal, mit Ballon. Der ist geblockt gewesen. Wenn man sich einen suprapubischen Blasenkatheter mit geblocktem Ballon zieht, kann es zu schweren Verletzungen im Bereich der Weichteile der Bauchdecke kommen und massiven Blutungen. Und es kann auch zu Austritt von Urin in die Bauchhöhle kommen und damit auch zu einer Bauchfellentzündung. Ja, wir haben das jetzt gemeinsam nochmal besprochen. Ich konnte auch deine Eltern davon überzeugen, dass wir das jetzt nicht im späten Zeitraum nach einem Jahr, sondern dass wir es jetzt nach einigen Wochen immerhin nach einigen Wochen machen können. Ganz. Ja, und da waren deine Eltern mit einverstanden. Dann ist der, dann ist der auch bald weg. Die wissen Bescheid. Ja, okay. Die wissen Bescheid. Ja.
Prinzessin. Gut. Ne? Dann einmal hopp darüber. Gut, so, einmal hier zu mir auf die Seite. In die Urologie. So, dann die Schuhe anziehen. Nee, komm, nicht barfuß. Jetzt geht das? Schuhe geht anziehen. Der Zwischenfall hatte für Hanna zum Glück keine dauerhaften Folgen. Die 17-Jährige konnte 4 Wochen später ohne Komplikationen an der Harnröhre operiert werden. Seitdem benötigt sie keinen Blasenkatheter mehr. Auch ihr Schwarm Max hat sich von seiner Hauttransplantation vollständig erholt. Die beiden sind weiterhin ein glückliches Paar.